Hallo, liebe Deutschlernende. Heute geht es um gesundes Essen. Denn ich denke, je gesünder man isst, desto besser geht es einem und je mehr Energie hat man jeden Tag, desto gesünder isst man und desto besser geht es einem. Und natürlich muss man auch darauf achten, dass man auch Dinge isst, die einem schmecken. Ja? Gesund essen sollte nicht heißen, dass man einfach alles wegwirft, was irgendwie gut schmeckt, sondern dass man gesunde Lebensmittel isst, ja? Dass man gesundes Essen isst, das gut schmeckt. Ja? Und ich bin in letzter Zeit sehr begeistert von Smoothies. Ja? Ich mache mir meinen eigenen Smoothie. Ja? Meine eigenen Smoothies. Und ich habe in dieser Tüte mal fast alle Zutaten hineingetan, die ich so für einen Gemüsesmoothie verbrauche. Also einmal habe ich... Na, geh auf, du. Geh auf, du Tüte. So. Sorry. Also einmal eine Möhre, ja, oder mehrere Möhren in diesem Fall. Leckere Paprika, ja, ganz lecker. Dann zwei Tomaten, ja, sehr lecker, sehr lecker. Und Gurke, ja, ich bin auch ein Fan von Gurke. Ja, nur ein kleines Stück Gurke. Und das Ganze mache ich in den Mixer. Zusammen mit Spinat manchmal auch, ja. Heute habe ich Spinat reingemacht. Und das Ganze sieht dann so aus, ja. Ein leckeres, grünes Getränk. Und es schmeckt sehr, sehr lecker. Sehr lecker und sehr gesund. Ich habe auch ein bisschen Pfeffer hinzugemacht und ein bisschen Salz, damit es schön auch kräftig, einen kräftigen, würzigen Geschmack hat. Ja? Aber viele Leute mögen vielleicht keinen Spinat oder Tomaten oder was auch immer. Ich finde es sehr, sehr lecker. Und wenn man Gemüse nicht sehr mag, ja, habe ich auch noch eine zweite Art von Smoothies, die ich mir mache. Und zwar, ich bin ein bisschen unorganisiert. So, das sind die Zutaten für mein Obst-Smoothie. Ja? Ich mache auch ein Obst-Smoothie. Und zwar mache ich dann da Birnen rein, ja. Richtig lecker. Orange, ja, ich mache eine Orange rein. Ich mache Nektarinen rein, ja, das ist eine Nektarine. Ja, die Haut hier ist glatt, ja. Es wäre ein Pfirsich, wenn sie nicht glatt wäre. Wenn hier Fell wäre, dann wäre das ein Pfirsich, aber die Haut ist glatt. Also ist das eine Nektarine, ja. Und eine Banane. Und wenn ich sie zu Hause habe, dann mache ich auch Erdbeeren rein. Erdbeeren sind wirklich sehr, sehr lecker. Und somit kann man sich einen wirklich richtig leckeren Smoothie machen. Und der schmeckt lecker und er ist gesund. Und ich merke auch, dass das wirklich, das hier wird den ganzen Tag reichen, ja. Dieses das ist schon ganz schön viel, ja. Und den ganzen Tag kann ich davon trinken und dann brauche ich nur noch eine Hauptmahlzeit, eine Mittagsmahlzeit und dann bin ich komplett satt den ganzen Tag über, ja. Also ich brauche eigentlich nur eine große Mahlzeit, ja, und einen leckeren Smoothie, ja. Und dann habe ich alle Vitamine,
auch ganz viel Protein, wenn ich dann Fisch esse oder Fleisch. Und das ist wirklich alles, was mein Körper braucht. Natürlich noch, also man muss darauf achten, dass man auch sehr vielfältig isst und so. Aber all dieses gesunde Essen merke ich, wie mein Körper das sehr gut tut. Ja? Es tut meinem Körper sehr gut. Und ich kann euch nur empfehlen, macht euch auch Smoothies. Ja? Kauft euch einfach Obst und Gemüse und probiert selber aus. Ja? Probiert selber aus, welches Gemüse mögt ihr, welches Obst mögt ihr. Und macht die einfach in den Mixer rein, sagt Start und ihr habt ein sehr leckeres Getränk. Ja? Es wird lecker sein und es wird sehr gesund für euren Körper sein. Okay? Ich hoffe, das war inspirierend für euch. Sagt mir, was ihr denkt in den Kommentaren und sagt mir auch, was ihr so richtig gerne esst. Ja? Und macht ihr euch Smoothies oder was macht ihr euch so gerne? Was kocht ihr gerne? Welches Essen findet ihr besonders lecker und besonders gesund? Sagt mir Bescheid in den Kommentaren. Und wie immer, wir sehen uns morgen. Tschüss!